Liebe Freunde, das ist erstmal ein Testvideo, ob meine Kamera wieder voll funktioniert. Die ist nämlich bei 60 km/h auf dem Autodach gefallen und war ganz schön ramponiert. Bin stolz, dass ich das wieder hingekriegt habe. Gut, einen neuen Akku musste ich mir kaufen, aber die ganzen Schalter, die nicht mehr gingen, habe ich alles wieder repariert bekommen. So, nutze ich gleich die neuesten Umbauten an meinem Skoda zu zeigen. Also, ihr habt gerade den Bettkasten gesehen. Innen drinne sind Gaspatronen, Kochutensilien, Gasheizung und lauter so ein Kram, was man immer so braucht, schnell. Das Brett, das kennt ihr ja schon, das ist mein Tisch, den ich einfach da hinten dranhänge. Den Stuhl habe ich natürlich auch noch im Auto. Ein kleiner Hocker extra noch oben. Und auf dem Tisch da ist groß genug, da kann man kochen und kann auch zu zweit dran essen. Obwohl das bloß ein Brett ist, aber schon ein paar Mal probiert, es klappt wunderbar. Ein bisschen enge ist es halt in so einem kleinen Auto, aber das lässt sich nicht ändern und das macht irgendwie Spaß, weil man jedes Mal eine neue Idee hat, wenn man von irgendwoher zurückkommt, was man noch anders machen könnte, wie man da mit dem Platz besser haushalten kann. Da habe ich ja noch dieses kleine Klappfahrrad hinten drin, das nimmt natürlich auch Platz weg, aber das hat schon gute Dienste geleistet. Und ich bin froh, dass ich mir das Ding gekauft habe. Ja, mein Solarpanel ist bloß ein kleines 20 Watt. Wollte ich jetzt eigentlich so am Auto befestigen, was auch problemlos geht. Aber da hier sehr viele Leute sind, denen man dann nicht so vertrauen kann, dass die das nicht kaputt machen, dann kann ich das immer noch dahinter klemmen, wenn ich irgendwo auf dem Campingplatz bin oder im Wald stehe oder irgendwo halt. Ansonsten stelle ich es neben das Auto und richte das dann ein bisschen nach der Sonne aus und da ist gut. Ja, das ist der hintere Eingang. Das, wie gesagt, ist ja auch nicht ganz frei, aber man kann von der Seite einsteigen, wenn man ins Bett will, oder auch von der anderen Seite, das geht. Das Bett ist nun durch den Kasten ein bisschen höher geworden, vorher ging das noch problemloser, also eigentlich richtig gut. Hier ist dann der Stromanschluss, da liegt auch noch ein Zelt mit drin, was ich bis jetzt noch nie aufgebaut habe, offenbar neu. Hier ist das Klappfahrrad nochmal, hier vorne habe ich dann noch Waschschüsseln, der Tabaksdose und so bei Vorbesitz. Das ist der Stuhl. Ja. Dann im Dachkoffer sind dann auch noch alles so Sachen, die man mal braucht. Also die Kiste mit Schuhen, Koffer mit Klamotten, Reservekanister, ein kleiner Ölkanister, noch ein Koffer. Drei Koffer habe ich im Auto. Die Sandel, ein paar Stangen, die man immer mal gebrauchen kann. Ja, so weit, so gut. Ihr seht, es geht auch mit dem kleinen Auto. Nicht so komfortabel, aber man kommt zurecht.